Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein tödlicher Anschlag in Kabul hat die Situation in Afghanistan weiter zugespitzt. Im Innenministerium wurden zwei US-Militärberater erschossen. Zu der Tat bekannten sich radikal-islamische Taliban. Der Anschlag sei eine Reaktion auf die Verbrennung von Koranexemplaren durch US-Soldaten. Die NATO zog inzwischen ihre Mitarbeiter aus allen Ministerien in Kabul ab. In Kunduz lösten die Koranverbrennungen erneut Proteste aus. Das afghanische Innenministerium, einer der am besten gesicherten Plätze in Kabul. Trotzdem im Gebäude gibt es heute eine Schießerei. Zwei Männer, die zur internationalen Schutztruppe gehören, werden getötet. Mehrere Medien berichten, es soll sich um hohe US-Offiziere handeln. Die Taliban bekennen sich zu dem Anschlag. Sie sprechen von Vergeltung für die Schändung des Koran. Die ISAF selbst bestätigt die Toten, spricht von Mord. Der oder die Täter seien geflohen. Den Sprecher der internationalen Schutztruppe erreichen wir am Abend über Internet. Es ist ein sehr ernster Zwischenfall. Er ist in einem Bereich gewesen, der eigentlich als gesicherter, geschützter Bereich gelten muss, sodass wir uns natürlich zusammen mit dem Innenministerium erhebliche Sorgen hier schon machen müssen. Die NATO ruft alle ihre Mitarbeiter aus den afghanischen Ministerien zurück. Wie lange ist noch nicht entschieden. Die Lage ist aufgeheizt, nicht nur in der Hauptstadt, auch in Kunduz, wo die Bundeswehr stationiert ist. Mehr als 1000 Demonstranten sind auf den Straßen. Sie versuchen, das Büro der UN zu stürmen. Die Polizei schießt, wehrt die Demonstranten ab. 4 Menschen sterben, 50 werden verletzt. Wir verabscheuen, was mit dem Heiligen Koran passiert ist. Die Verantwortlichen müssen vor Gericht und die internationalen Soldaten sollen Afghanistan verlassen. Die Bundeswehr blieb heute in ihrem Lager in Kunduz. Ihre Hilfe wurde nicht abgefordert. Die deutschen Soldaten wollen ihre Fahrten aus dem Camp auch in den nächsten Tagen auf das Nötigste reduzieren. Das Rote Kreuz versucht, mehr Hilfe zu den Menschen in den syrischen Krisengebieten zu bringen. Ein Sprecher sagte, man verhandle mit Behörden und Opposition. Ziel sei eine tägliche Feuerpause von 2 Stunden. Zusammen mit der Hilfsorganisation Roter Halbmond hatte das Rote Kreuz gestern erstmals 27 Menschen aus der belagerten Stadt Homs retten können, unter ihnen mehrere Verletzte. Die Situation in der Stadt ist nach wie vor sehr angespannt. Trotz internationalem Druck, auch heute Bomben auf Homs, berichten Augenzeugen. Angriffe des Regimes Assad auf die Oppositionshochburgen, kein Ende der Gewalt in Sicht, auch einen Tag nach dem Treffen der Syrien-Kontaktgruppe. Wo seid ihr, Freunde Syriens, ruft ein Aktivist im Hintergrund. Baba Amr ist jetzt schon seit 3 Wochen unter Beschuss. Im syrischen Staatsfernsehen, die Nachrichtensprecherin verkündet die Rettungsaktion des syrischen Halbmonds. Verletzte werden aus der Kampfzone gebracht. Zum ersten Mal seit Wochen. Die Staatspropaganda behauptet steif und fest, die Gewalt gehe von Terrorgangs aus. Kein Wort von den Bomben des eigenen Regimes. Rund um die Uhr laufen Spots zum geplanten Verfassungsreferendum. Die Abstimmung soll morgen stattfinden. Doch international gilt die Mini-Reform als kaum glaubwürdig. Das Regime hat seinem Volk den Krieg erklärt, deshalb kann es nicht überleben. Syrien muss sofort den Friedensplan der Arabischen Liga umsetzen. Er wird von einer internationalen Mehrheit getragen. Kaum eine Provinz, in der die Opposition nicht demonstriert oder um die Opfer in den eigenen Reihen trauert, wie hier in Daraa. Nahe der türkischen Grenze Kinder, sie rufen Bashar al-Assad, fahr zur Hölle. Morgen wird über die neue Verfassung abgestimmt. Die Opposition will das Referendum boykottieren. Am Flughafen Frankfurt am Main soll von morgen an wieder gestreikt werden. Die Gewerkschaft der Flugsicherung hat die knapp 200 Beschäftigten auf dem Vorfeld aufgerufen, die Arbeit von Sonntagabend 21 Uhr bis Donnerstagmorgen 5 Uhr niederzulegen. Die Tarifverhandlungen mit dem Flughafenbetreiber Fraport waren zuvor ohne Ergebnis abgebrochen worden. Noch läuft der Verkehr reibungslos auf dem Frankfurter Flughafen, doch die Gewerkschaft macht ernst. Ab morgen 21 Uhr werden die rund 200 Mitarbeiter der Vorfeldabwicklung wieder streiken. Die Gewerkschaft der Flugsicherung brach die erst wieder aufgenommenen Gespräche gestern Abend ab.
Denn der Flughafenbetreiber Fraport will jetzt einen Teil der Mitarbeiter aus den Tarifverhandlungen herausnehmen. Nämlich die rund 80 Mitarbeiter der Vorfeldaufsicht, die in den Follow-Me-Wagen sitzen. Grund sind die aus Sicht der Fraport überhöhten Forderungen. Ich kann nicht zulassen als Vorstand, dass eine ungelernte Tätigkeit, die zugenommen wichtig ist, aber dass die besser bezahlt wird, als bei uns der Ingenieur oder der Architekt bezahlt wird oder etwa der Facharbeiter oder der Meister in den Werkstätten. Die Gewerkschaft fühlt sich hinters Licht geführt. Sie wäre sogar bereit gewesen, sich mit weniger zufrieden zu geben. Aber die Ausgrenzung eines Teils der Mitarbeiter will sie nicht zulassen. Deshalb nun der erneute Streik. Wir sind wirklich konsterniert und auch ein bisschen geschockt und halten das Ganze auch für unverantwortlich, was da passiert ist. Letztendlich ist es daran gescheitert, dass die Fraport hinter ihre eigenen Angebote zurückgefallen ist. Die Fraport reagierte gelassen. Sie will trotzdem rund 80% des Flugverkehrs abwickeln. Auf die Passagiere kommen dennoch unruhige Zeiten zu. 3 Wochen vor der Bundespräsidentenwahl hat sich der Kandidat Joachim Gauck zum ersten Mal bei einer der Parteien vorgestellt, die ihn unterstützen. Den Anfang machte er bei der nordrhein-westfälischen CDU. Gauck besuchte ein Strategietreffen in Hamminkeln im Kreis Wesel. Die CDU hatte sich erst auf Druck der FDP für Gauck als Kandidaten ausgesprochen. Schwarze Limousinen mit Blaulicht auf dem Dach, Personenschützer vom Bundeskriminalamt. Schon im Stil eines Bundespräsidenten kommt Joachim Gauck im niederrheinischen Hamminkeln an. Und die CDU, die vor 2 Jahren noch gegen ihn gestimmt hat, bereitet ihm einen beinahe euphorischen Empfang. Der Kandidat selbst übt Zurückhaltung. Bei genauerem Hinsehen auf die Inhalte, über die ich gesprochen habe, und bei der Betrachtung der Werte, denen ich mich verpflichtet fühle, gibt es für die allermeisten in der Union keine großen Probleme mit mir. Über eine Stunde lang stellt sich Gauck den Fragen der nordrhein-westfälischen Christdemokraten. Sozialpolitik, gesellschaftliche Werte, Kirche, Europapolitik sind unter den Themen. Und er findet wohl die richtigen Antworten. Er hat heute einen absolut überzeugenden, starken Auftritt gehabt und Unterstützung, ich würde sagen, die Unterstützung gewonnen, ganz eindeutig. Sie können alle fragen, das wird ein einheitliches Bild sein. Auch der Kandidat zieht ein kurzes, aber positives Fazit der Begegnung. Ja, einvernehmlich, man sagte, ich sei offen gewesen. Also wir haben uns einander angenähert. Hamminkeln entpuppte sich als Heimspiel für den Gast aus Berlin. Joachim Gauck scheint nun also der Wunschkandidat aller Christdemokraten zu werden. Mit Nordrhein-Westfalen hat sich der größte Landesverband hinter ihn gestellt und folgt damit geschlossen der überraschenden Kehrtwende von Parteichefin Merkel in der Kandidatenfrage. Die deutschen Geheimdienste haben 2010 5-mal mehr Datenverbindungen im Internet überwacht als im Jahr davor. Wie aus Unterlagen des Bundestagskontrollgremiums für die Geheimdienste hervorgeht, wurden mehr als 37 Millionen E-Mails mitgelesen. Diese E-Mails wurden automatisch erfasst, weil sie bestimmte Schlagworte enthielten. Der Anstieg wird damit erklärt, dass einige dieser Schlagworte auch in massenhaft versandten Spam-Mails vorgekommen seien. Tatsächlich verwertbare Hinweise fanden sich demnach in 213 Fällen. Die Berichte des Parlamentarischen Kontrollgremiums finden Sie auf tagesschau.de. Darin ist die Zahl der Überwachungen aufgeschlüsselt nach den einzelnen Geheimdiensten. Kritiker des Urheberrechtsabkommens ACTA sind heute erneut auf die Straße gegangen. Tausende demonstrierten, wie hier in Stuttgart, gegen Einschränkungen von Freiheiten im Internet. In Hamburg zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Die USA und Japan hatten das ACTA-Abkommen initiiert, um Produktpiraterie im Netz zu verhindern. Nach anhaltenden Protesten hat unter anderem Deutschland die Ratifizierung ausgesetzt. Spanien hat nach jahrelangem Rechtsstreit einen Millionenschatz aus den USA zurückerhalten. 2 Transportflugzeuge brachten fast 600.000 Gold- und Silbermünzen nach Madrid. Der Schatz stammt aus einem 1804 vor Portugal versenkten spanischen Kriegsschiff und war von amerikanischen Schatzsuchern gehoben worden. Auch Peru hatte Ansprüche auf die Münzen erhoben. Sie seien in der damaligen spanischen Kolonie geprägt worden. Kurs auf Madrid mit einem Schatz an Bord. Von Florida aus waren 2 Herkules-Transportflugzeuge gestartet mit wertvoller Fracht im Bauch. In diesen Kisten verbergen sich rund 23 Tonnen Gold und Silber im Wert von etwa 380 Millionen Euro. Heute brachte ihn das spanische Militär in die Heimat zurück.
Vor der andalusischen Küste versanken die Gold- und Silbermünzen vor 200 Jahren. Die US-amerikanischen Schatzsucher der Firma Odyssey spürten sie vor 5 Jahren auf, bargen fast 600.000 Gold- und Silbermünzen und verfrachteten sie, ohne Spanien zu informieren, nach Florida. Doch Spanien erhob Anspruch auf den Schatz. Er habe sich auf einem spanischen Kriegsschiff, der Nuestra Señora de las Mercedes, befunden, sei somit spanischer Besitz. Die Gerichte in den USA gaben den Spaniern recht und so kehrte das Gold heute zurück. Die Münzen sollen nun wissenschaftlich untersucht und dann auf mehrere Museen und Sammlungen verteilt werden. Und hier die weiteren Ergebnisse. Köln-Leverkusen 0:2, Stuttgart-Freiburg 4:1, Wolfsburg-Hoffenheim 1:2. Im Spiel Bremen gegen Nürnberg steht es kurz vor Schluss 0:1. Bereits gestern trennten sich Mönchengladbach und Hamburg 1:1. Morgen trifft München auf Schalke und Dortmund empfängt Hannover. Die Tabelle: Dortmund bleibt an der Spitze, 2 Punkte dahinter Mönchengladbach, dann München und Schalke. Auf den Europa-League-Plätzen Leverkusen und Bremen. Die zweite Hälfte beginnt mit Mainz, dann Hamburg, Wolfsburg und Nürnberg. Augsburg nun 1 Punkt vor der Abstiegszone. Dort Berlin, Kaiserslautern und Schlusslicht Freiburg. 4. Platz für Severin Freund bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im norwegischen Vikersund. Der 23-Jährige aus Rasbüchel kam auf Weiten von 210,5 und 208,5 Meter. Auf der größten Schanze der Welt herrschten extrem unterschiedliche Windbedingungen, die zu zahlreichen Unterbrechungen führten. Robert Kranjec kam damit am besten zurecht. 217,5 und 244 Meter mit dem 2. Sprung reichten dem Slowenen zum Weltmeistertitel. Silber für den Norweger Rune Welter. Bronze geht an Martin Koch aus Österreich. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 26. Februar. In den nächsten Tagen sorgen Tiefdruckgebiete noch für recht wechselhaftes Wetter. In der 2. Wochenhälfte wird es dann unter Hochdruckeinfluss wieder freundlicher und auch deutlich milder. Heute Nacht gibt es mal mehr, mal weniger Wolken. Vor allem in der 2. Nachthälfte regnet es gebietsweise im Bergland Schnee. Im Nordosten klart es teilweise auf. Morgen mehr Wolken als Sonne. Regen fällt besonders von Sachsen über Thüringen bis nach Bayern. Oberhalb von etwa 500 Metern ist Schnee dabei. Am freundlichsten wird es von der Ostsee bis nach Brandenburg. Der Wind weht mäßig, im Osten und Süden zeitweise frisch aus Nordwest bis West. Auf den Bergen starke bis steife Böen. In der Nacht 0 bis 5 Grad, im Nordosten und Süden örtlich leichter Frost. Morgen Temperaturen von 1 Grad im Erzgebirge bis 10 Grad am Niederrhein. Im Osten und Südosten bleibt es am Montag noch längere Zeit freundlich, während sich von Nordwesten Wolken mit etwas Regen ausbreiten. Dienstag und Mittwoch wieder milder, dabei noch viele Wolken, aber Richtung Südwesten wird es zunehmend freundlicher. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.50 Uhr mit Tom Buru. Darin Verfassungsreferendum im Bürgerkrieg, Assads Irrweg in Syrien, außerdem Freiheit im Netz, die Jugendproteste gegen ACTA.